Hallo zusammen, ich begrüße euch zum 45. Part von Let's Play Pokémon Schwarz auf Schweizerdeutsch. Ja, in diesem Part werde ich einfach hier die Schwarze Stadt erkunden. Es ist auch das erste Mal, dass ich die gesehen habe. Vorher habe ich erst die weiße Edition gespielt. Da gibt es ja statt der Schwarzen Stadt einen weißen Wald. Ja, es sieht ein bisschen aus, wie wenn es hier ein bisschen mehr Sachen würde geben. Weil dort hat es irgendwie zwei Häuser oder so. Und ja, hier zuerst ein Libeldra. Ihr seht ein recht starkes Pokémon, auch wenn es nur Level 61 ist. Ja, Eiszapfhagel ist eben vierfach effektiv und darum reicht es natürlich zum Besiegen. Ja, ich rede hier ein bisschen mit allen. Weil die meisten wollen, glaube ich, kämpfen. Es gibt auch Läden, habe ich gehört, hier. Man kann Mondstein und Ovalenstein, glaube ich, kaufen, sonst weiss ich nicht was. Ja. Hier, der Trainer ist schon recht viel stärker. Das Pokémon ist 6 Level höher. Und mal... Ja, mal Gigastoß einsetzen. Und schauen, wie viel das abzieht. Ja, die Hälfte. Er checkt anscheinend nicht, dass Synchro-Lernen nicht funktioniert. Und dank dem können wir ihn einfach besiegen. Ja, auch Psyduck ein grosses Problem. Ja, mal schauen, wie viele Trainer es noch gibt. Es werden hier anscheinend alle kämpfen ein bisschen. Wir haben aber zum Glück immer nur ein Pokémon, das dafür so an sich eigentlich recht gut wäre. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Das ist Level 30. Level 30. Okay, die vorher sind ja 61 und 67 gewesen. Es ist ein bisschen komisch, dass der nochmal Level 30 ist. Okay. Ja, der wird auch kämpfen, es werden anscheinend wirklich alle kämpfen. Die ist hoffentlich ein bisschen stärker. Nein, leider auch nicht. Gerade mal Level 34 Skiflor. Ach ja. Ist ein bisschen schade so. Geht dafür sehr schnell. Luvella ist auch nochmal Level 34. Ja, natürlich kein Problem für Shirokuma so. Mal, die Häuser gehen ja auch alle rein. Zum schauen, was drinnen ist. Ja, da ist ein Laden. Ich glaub's ihm. Ah nein, das ist ein normales Haus. Einfach so ein Bar oder ein Tisch, was das auch ist. Okay, nichts Besonderes. Wir da rasch in das Haus rein. Okay, die reden von Spielzeug. Der auch. Okay. Hier mal ins grosse Haus, da sieht man ein bisschen wichtiger aus. Ah ja, das ist der Laden, wo man Mondstein und Ovalistein kaufen kann. Mit dem Laden kann man Herz shoppen und sonst noch irgendetwas zu kaufen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die hier alle eben kämpfen. Okay, zum Glück nicht. Okay, ein Reihenkampf, das machen wir natürlich immer gerne. Ein bisschen etwas Besonderes. Okay, er hat auch ein Sibirio wie mir. Ja, das wird ein schwierigerer Kampf. Das sind wirklich recht gute Pokémon. Also, wenn ich logisch überlege, nehme ich an, ist das praktisch am besten. Okay, ich habe genug, dass sein Pokémon auswechseln mit dem Stalobor. In dem Fall nicht. Okay,
zurückgeschreckt. Jetzt noch Lakey, das ist gegen ihn normal effektiv. Und gegen beide anderen, die könnten kommen, wäre sehr effektiv. Aber anscheinend hat er kein Interesse daran, zu drehen. Darum sollte ich jetzt trotzdem mal... Okay, gerade jetzt, wo ich Gigastoss würde einsetzen, tut er das Pokémon wechseln. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay, mal schauen, was ich so für Pokémon habe. Ich drehe so. Und mit dem setze ich... ja, Ableitung, weil ich nehme an, er ist schneller als ich. Okay, er dreht auch. Hat die doch gescheiter Surfer eingesetzt. Aber er setzt zum Glück nochmal Horde rein. Und, ja. Jetzt setze ich Surfer rein, das ist gegen alle so da gut sein. Also ja, gegen das Ding normal effektiv. Sibirio. Dafür gegen die anderen zwei sehr effektiv. Und Furnifras ist besiegt. Und Shirokuma ist Level 67. Ja, der ist so viel stärker da, der Trainer. Ja, ich habe einfach mal Ableit-Tipp eingesetzt, das ist gegen beide sehr effektiv. Bin mir nicht sicher gewesen, ob er echt dreht oder nicht. Ja, leider nicht ganz, aber fast. Wenn ich mich nicht täusche, ist er dafür jetzt viel schneller. Okay, doch nicht. Ich setze den Regentanz ein, damit ich schneller bin als beide und der Sandsturm weg ist. Okay, ist normal effektiv, hoffe es zieht nicht zu viel ab. Ja, zum Glück nicht, weil Sibirio hat nicht so guten Spezialangriff. Und ja, Surfer lenkt sicher bei dem. Ja, ist besiegt. Jetzt fehlt nur noch Sibirio. Ja, also ich drehe auch. Nein, nicht in die Richtung. Ich drehe auch. Ich habe nochmal Gigastoß, hoffe ich immer noch schneller. Ja. Und das sollte er eigentlich nicht überleben, hoffe ich. Ah, überlebt es ganz knapp. Schade, aber er ist nicht so schlimm. Das schadet Peter nicht, der Hagelstoß. Und Blizzard sollte nicht zu viel Schaden machen. Ja. Nein, ich stärke und... Er ist leider daneben gegangen. Er hat schon wieder getroffen mit Blizzard. Aber ist egal, weil jetzt ist besiegt. Ja. Das anderes Pokémon an erster Stelle, weil Shirokuma ist recht geschwächt. Und ja, es ist schon Level 67, dann nehme ich mal eins, wenn er Level 66 ist, einsetzt. Okay, anscheinend bekommen wir von dem etwas, wenn wir vier Trainer besiegen. Ja. Da können wir Mini-Pilz und Sternstaub kaufen. Okay, da ist noch ein Trainer. Gut. Wieder ein Reihumkampf. Okay, auch er hat eine recht starke Pokémon. Und das eine von uns ist leider sehr geschwächt. Ja, dafür ist unser Spikey noch voll zu Weg, also... ja. Zum Glück schneller wegen Flinkklaue.
sollten wir einen Eisenschädel einsetzen. Okay, das Rückschreck, das ist gut. Ich hoffe, wenn jetzt... Okay, schon wieder schneller, das ist sehr gut. Ich hoffe, Blattgeißel lenkt jetzt. Okay, fast, nicht ganz. Aber immerhin. Ja, das macht uns natürlich nicht... Ah, zwar doch. Jetzt kann auf Linkklau innen gehen, aber das ist nicht so schlimm. Okay, jetzt ist der Spike nicht mehr so wirkungsvoll, weil der Angriff stark gesunken ist. Das heisst, ich würde jetzt dort drehen. Ja. Zwar... in die Richtung, damit wir Surfer einsetzen können. Ja, ist zum Glück schneller. Ich hoffe, es reicht. Ich denke aber, es reicht knapp nicht. Ja. Sehr knapp. Ja, ihm bringen zum Glück seine Donnerangriffe nicht viel. Sonst hätte sie jetzt nicht gut ausgesehen, wenn Donner normal effektiv wäre. Und zum Glück Volltreffer und sie ist besiegt. So, da müssen wir nur noch einen Surfer und das ist ja schon mit dem Kampf. Ja, jetzt müssen wir aber leider als Shirokuma, also schon noch gleich wie vorher, aber vor allem Froggy heilen. Ich habe genug Hypertränke. Und ja, es ist besser, wenn sie geheilt sind. Okay, das ist kein anderer Laden mehr. Jetzt haben wir, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, 5 Trainer besiegt. Das wäre dann der 6. hier. Ich frage mich, wo all die anderen 4 noch sollten sein. Aber schauen wir mal. So, ein Tauboss. Ist aus der ersten Generation Flug-Pokémon. Ist wirklich sehr cool, finde ich. Halt nur Level 45. Das heisst, ich nehme an, ein Eisenschädel sollte schon länger. Okay, nicht ganz, aber fast. Und jetzt wird es ihn besiegen wegen der Fähigkeit Eisenstachel. Jawohl. Und Spikey erreicht Level 67. Explosion. Ja, ich bring's ihm bei, für Verwurzler. Wenn es nicht viel Leben hat, ist das wirklich sehr praktisch. Weil es wieso. Bei fast jedem Pokémon tut das andere den auch noch besiegen. Aber etwas anderes muss ich jetzt machen, nämlich... ich will nicht, dass Explosion an erster Stelle steht, das setzt das Thema aus Versehen. Da wollen wir auch nicht. Ja, so. Können wir weitergehen, Trainer jagen. Hoffentlich wollen die hier kämpfen. Ich nehme es zwar nicht an. Ja, leider nicht. Die reden hier alle ein bisschen vom Geld, wenn es euch aufgefallen ist. Ein bisschen gierig. Aber ja, man kann es ja verstehen. Okay, ich finde hier jetzt gerade keine weiteren Trainer mehr. Ja, okay. Er hat er schon besiegt. Ah, okay. Können wir gerade dort noch kämpfen? Da haben wir, glaube ich, 7. In meinen Täuschen. Ja, Staraptor, Flug-Pokémon aus der 4. Generation. Nummer Level 30. Ist zwar ziemlich sicher trotzdem schneller als Spike. Außer natürlich mit Flinkklaue. Ja, das reicht sicher. Sie ist besiegt. Gut.
Ja, in dem Fall glaube ich, wenn ich mich erzählt habe, noch 3 Kämpfe. Also, ich glaube, nur mit dem Haustor noch nicht gewesen. Ah, doch, das war auch gewesen. Vielleicht kann man in dem Fall ja mehrmals gegen einen kämpfen, mal schauen. Komisch. Ich wüsste wirklich nicht, wo wir hier noch wollen, gehen. Kämpfe bestreiten. Schau, ob die hier immer noch nicht kämpfen wollen. Nein, wenn all die nicht kämpfen. Okay, 6 haben wir besiegt. Ich probiere mal, ob man aus der Stadt raus und wieder rein kann. Und ob es dann wieder kämpfen und vor allem, ob es noch zählt. Nein, geht nicht. Okay, dann probiere ich noch etwas Letztes, nämlich etwas kaufen und schauen, ob es dann irgendwie etwas. Ja, ob es dann kämpfen wollen oder so. Ja, ich kaufe mal nichts so teures, weil das brauche ich eigentlich nicht, das Zeug. Ich will etwas Billigeres kaufen. Ja, Mini-Pilz brauche ich zwar noch weniger. Ja, okay, wenn nicht kämpfen. Ja, aber ist ja nicht so wichtig. Weil das ist auch schon gewesen mit dem Part, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!